Heute haben wir wieder einen echten Exali.de schadenfrei für euch. Wenn ihr wissen wollt, was da passiert ist, dann bleibt einfach dran. Der Protagonist in unserem heutigen Fall ist ein wahrer Allrounder. Er ist Programmierer, betreibt Webshops und Internetseiten und ist in diesem Sinne auch Produktfotograf. In dem heutigen Fall war er als Produktfotograf in dem Atelier von einer Künstlerin unterwegs und sollte dort Gemälde von ihr abfotografieren, damit er diese später auf ihre Webseite stellen kann. Dabei musste er immer die Bilder von der Wand abnehmen und auf den Boden stellen und anschließend auf eine Staffelei platzieren, damit er sie fotografieren kann. Und genau dabei ist ihm dann das Missgeschick passiert. Beim Rangieren mit einem großen Gemälde stieß er mit der Ecke an eine wertvolle Skulptur, die aus 4 Vasen bestand, und brach dabei leider einen Henkel einer Vase ab. Die Skulptur hat einen Gesamtwert von 23.000 Euro, also ein sehr großer Schaden bei einem sehr kleinen Fehler. Der Fotograf hatte aber Glück im Unglück, denn Gott sei Dank war nur eine Vase beschädigt und die Künstlerin erklärte sich bereit, diese eine Vase nochmal neu anzufertigen. Allerdings verlangte sie immer noch einen Schadenersatz von rund 5.800 Euro. Glücklicherweise war unser Protagonist aber ausreichend versichert, nämlich mit einer IT-Haftpflichtversicherung. Der Versicherer zahlte den Schaden abzüglich der Selbstbeteiligung von 500 Euro und somit war unser Protagonist aus dem Schneider. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, warum zahlt denn eine IT-Haftpflicht für einen Produktfotografen? Da kommt der Begriff offene Berufsbilddeckung ins Spiel, nachdem alle Versicherungen bei Exali.de aufgebaut sind. Damit sind auch berufsnahe Tätigkeiten, die nicht explizit in den Versicherungsbedingungen ausgeschlossen sind, mitversichert. Wenn ihr also ITler seid und für eure Webseiten auch Produkte fotografieren müsst, dann ist diese Tätigkeit auch mit abgesichert. Wenn ihr den ganzen Schadenfall noch einmal nachlesen wollt, dann habe ich euch den Artikel dazu unter dem Video verlinkt. Das war's von mir. Wenn ihr weitere Infos rund ums Business wollt, dann abonniert doch einfach unseren YouTube-Kanal.